Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben uns heute ein heikles Thema ausgesucht, was wir gerne Ihnen vermitteln wollen. Ich möchte das gerne sehr philosophisch auch besprechen mit meinem Gast, der mir heute wieder aus Bolivien zugeschaltet ist. Es ist einer der Ärzte, zu denen ich gerne heraufsehe, weil er einfach ein Mediziner ist, seit über 40 Jahren, der auch das Spirituelle in sich trägt und ich so viel lernen darf durch ihn. Und deshalb herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Karl Probst. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank, Herr Glock, für die Einladung. Sehr gerne. Gerne. Lieber Probst, das Thema, was wir im Vorfeld miteinander besprochen haben, es geht auch so ein bisschen ins würdevolle Altwerden, wo man einfach diese Diskrepanzen sieht, einerseits im Dritten Welt, Drittländer, Zweitländer, wo man alles noch selber zahlen muss. Und wir Europäer, da wird alles bezahlt. Und es ist eigentlich ein Fass ohne Boden, das bezahlt wird. Und auf der anderen Seite höre ich immer wieder, ja, lieber Herr Glocke, aber dafür werden wir immer älter, die Gesellschaft wurde noch nie so alt wie jetzt. So, also es kann ja nicht alles schlecht sein. Ich sage immer, ja, nein, so schlecht kann es nicht sein. Aber wenn ich sehe, wie die Leute alt werden, dann tut es mir wirklich auch im Herzen weh, das zu sehen. Wie sehen Sie denn das, diese ganze Gesundheitspolitik, dass die Menschen eigentlich am Leben gehalten werden durch Schläuche, durch Medikamente und weiß Gott was alles. Ist das noch würdevoll? Ja, das ist wirklich eine hochspannende Geschichte und Sie haben es ja schon angedeutet. Wir haben uns neulich darüber unterhalten. In der Tat, es ist so, ich habe hier im näheren Bereich gerade jetzt zwei Geschwister, die etwa 50 Jahre alt sind und die sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut hatten und deren Vater jetzt krank wurde. Und der wurde dann, die haben mir die Rechnung gezeigt dann hinterher, der Vater wurde dann halt krank, aber auch nicht so sehr, halt die letzten Wochen war er halt im Krankenhaus und jetzt haben die eine über 50.000 US-Dollar große Rechnung bekommen. Und beide mit ihren erfolgreichen Unternehmen, wie gesagt, jetzt um die 50, 55 Jahre alt, die beiden Herrschaften, die werden wahrscheinlich daran kaputt gehen. Die haben alles jetzt verkauft, die Auto verkauft und wollen auch noch das Haus verkaufen. Aber das geht halt alles nicht so schnell. Jedenfalls ist es ein typisches Zeichen von Bewusstlosigkeit. Und Sie haben es ja schon angedeutet. In Europa wird ja alles irgendwie bezahlt. Ja, wir zahlen da in einen Topf ein, eben Krankenversicherung, Rentenversicherung, alle möglichen Dinge. Und dann bekommen wir irgendwie aus diesem anonymen Topf etwas raus. Also mit anderen Worten, das wird alles irgendwie maskiert. Hier ist nichts maskiert. Hier sind diese beiden Geschwister auf dem kalten Fuß erwischt worden, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und jetzt machen die da verzweifelte Bemühungen, da dem Bankrott zu entgehen. Also was ich sagen will, natürlich ist es ein ökonomisches Problem zunächst einmal, aber ich sehe das noch viel mehr von der spirituellen Seite. Warum müssen wir eigentlich, der Tod ist eigentlich tabuisiert, der ist völlig verdrängt. Wir sind eigentlich der Spiritualität auch vollkommen beraubt worden. Oder genauer genommen, wir haben uns berauben lassen. Ja, wir leben einfach in den Tag hinein. Und völlig unvorhergesehen ist dann halt der alte Mann nicht mal ein Pflegefall, sondern der war dann halt die letzten Wochen und dann haben sie ihm da Infusionen gegeben, völlig sinnlose. Also wie gesagt, die haben mir die Arztrechnung gezeigt. Also man kann einfach nur staunen, wie man den letzten Pfennig noch rausholen kann aus solchen Sterbenden. Auch in Deutschland gibt es ja solche betriebswirtschaftliche Analysen. In den letzten Wochen des Lebens, da kann man richtig verdienen, viel mehr als die ganzen 70, 80 Jahre vorher. Also, und die Frage ist jetzt wirklich, muss das sein? Damals im Jahre 2000, als der Jahrtausendwechsel war, da kam in einer Ärztezeitung eine wunderschöne Karikatur, da sah man so zwei Bilder nebeneinander. Der eine Untertitel war Sterben im Jahre 1900 und der andere Sterben im Jahr 2000. Und das war wunderschön, also 1900, da sieht man halt ein Bett, da ist ein älterer Herr drin, die Ehefrau scheint da am Bett zu sitzen, hält die Hand von dem Sterbenden. Auf der anderen Seite, da liegen da unten ein Hund und eine Katze und vor dem Bett, da spielen die Kinder halt ganz friedlich.
Und dann eben rechts davon das Bild fürs Jahr 2000. Da sieht man also unheimlich viele Apparaturen und Schläuche und Kabel. Und irgendwo da mittendrin, da sieht man irgend so ein Lebewesen, offenbar ein Mensch, ja, der dann halt zu dem die ganzen Schläuche dahin führen. Und ich halte es, muss ich gestehen, auch gar nicht für gut, dass wir das so maskieren hier, dass der Tod einfach ausgelagert wird. Zum Beispiel auch, wenn Sie hier in einem Entwicklungsland, auch in Ecuador oder ich glaube, in Chile, neulich war ich da zum Gleitschirmfliegen, da kann man dann so sehen, da sehen Sie halt Krüppel, die dann im Rollstuhl sitzen oder Beinamputierte oder irgendetwas Komisches, was ja hier in Europa alles verdeckt ist. Mhm. Das können Sie hier wirklich ganz hautnah erleben. Und ich halte das für viel ehrlicher als diese künstliche und dann eben völlig dieses entfremdete Element. Wir sind gar nicht mehr wir selber. Wie ich ja neulich dieses schöne Gedicht von Rainer Maria Rilke zitiert habe. Nicht die Menschen gehen in Kulturen und fallen tief aus Gleichgewicht und Maß und nennen Fortschritt ihre Schneckenspuren und so weiter. Also es ist wirklich eine vordergründig durch diese Maskierung vor allem hier in Europa eine Situation entstanden, in der wir von den wahren Weltgeschichten völlig abgeschnitten sind, uns haben völlig abschneiden lassen. Und das wollte ich eigentlich heute im Wesentlichen mal der breiteren Öffentlichkeit vorgestellt haben, dass wir bei guter Zeit, solange wir noch nicht gezwungen sind, über die letzten Dinge einfach nachdenken. Natürlich, viel sinnvoller, und das ist ja der Hintergedanke, ist es, dass man zum Beispiel meine Bücher, die letzten Bücher, wo ich das ja genauestens beschrieben habe, wie kann man gesund leben, dass man wirklich in Würde ein hohes Alter erlebt und dann eben auch in Würde abtritt. Also ich habe das bei meiner Urgroßmutter, die ist 97 Jahre alt geworden, gesehen. Und die ist dann mit 97, hat sie dann halt ihren Kindern, die da bei ihr waren, gesagt, ja, heute ist mein Todestag, jetzt wurde sie noch abgewaschen, Leichenhemd angezogen, die Sterbekerze wurde angezündet, die haben noch 2, 3 Lieder gesungen, dann hat sie die Augen zugemacht und das war's dann. Das wäre ein würdiger Tod und nicht das, was heute da passiert. Wie gesagt, als ich diese Rechnung gesehen habe von diesen beiden Geschwistern, also da hat sich mir alles Mögliche umgedreht. Ich habe auch gerade so eine Rechnung gesehen, mein Friseur, der kommt aus Irak und sein Vater wurde nach Türkei gebracht, weil er da ein Herzproblem hatte. Er wurde operiert, allem drum und dran, 50.000 Euro Rechnung. Er ist dann aber 2 Wochen später verstorben. Und die Kinder, und er ist der Einzige, der in der Schweiz einen Friseurladen hält, sitzt jetzt auf diesen 50.000 Euro und muss es bezahlen, ja. Das ist dramatisch. Genau so ist es, ja. Und wie gesagt, hier ist es natürlich noch unmoralischer, weil man ja weiß, das bringt alles nichts. Also sinnlose Infusionen und ein bisschen Sauerstoff haben sie ihm noch gegeben. Also wirklich lächerlich. Aber in Deutschland, und insofern bin ich auch sehr gegen dieses ganze System des Kassenarztes, also die ganze kassenärztliche System, das ist ja so ein Vierecksverhältnis. Also der Versicherte zahlt mit befreiender Wirkung an seine Krankenkasse und die Krankenkassen, die zahlen dann an die kassenärztliche Vereinigung und die kassenärztlichen Vereinigungen, die verteilen das Geld an die Ärzte, sodass also beide miteinander gar nichts zu tun haben, der Patient und der Arzt, sondern beide sind dann über so ein Anonymisierungsinstrument um 4 Ecken und deswegen ist ja auch dieser ganze Irrsinn des kassenärztlichen Systems ein Fass ohne Boden, weil man natürlich, jeder versucht ja zu maximieren, den Profit zu maximieren, also eine ganz irre Sache. Damals, als ich noch jung war, habe ich ja ein Semester lang mit Jura und Betriebswirtschaftslehre studiert. Und da kam das auch, ja, dieses ganze Umlagesystem, das war eine der ersten Vorlesungen gleich. Man macht einen Betriebsausflug und da muss jeder 20 D-Mark einzahlen in die Kasse, dass wir dann halt gemeinsame Getränke haben. Und ich sage, klar, jetzt habe ich 20 Mark gezahlt, jetzt will ich ja auch was wiederhaben, oder?
Und dann trinkt man halt auf Teufel komm raus und ich muss ja meine 20 D-Mark wiederbekommen. Ja? Und so ist halt der Mensch aufgebaut, dass wir einfach nicht verantwortungsvoll damit umgehen können. Und ich habe häufig auch bei meinen Patienten das Gefühl, muss ich gestehen, also viele kommen ja mit so einem dicken Leistungsordner, ja, das sind die ganzen Befunde. Viele sagen dann auch, das ist mein Leben, also lächerlich, aber egal. Da haben sie halt unheimlich teure Befunde, die fordern sie auch ein. Ich habe das Gefühl, die wollen etwas zurückhaben für diesen wahnsinnigen Moloch. Denn also wenn ich an mich denke, damals, ich bin ja schon seit 30 Jahren nicht versichert, das ist der Vorteil, wenn man im Ausland lebt, da gibt es keine Zwangsversicherung mehr. Aber ich würde heute über 1.000 Euro zahlen müssen. Also wenn ich das jetzt mal hochrechne, ich habe ein paar hunderttausend Euro gespart. Und wenn ich das bezahlen müsste die ganze Zeit, also ich würde auch wahrscheinlich dauernd mir ein Röntgenbild oder Computertomographie oder Szintigraphie, also möglichst teure Leistungen abfragen, damit ich wenigstens ein klein bisschen zurückbekomme. Ja? Und so kommt es mir immer wieder vor bei den Patienten mit hier dicken Leistungen. Es ist unfassbar, was man heute alles machen kann. Auch auf Natur und gerade auf naturheilkundlichem Gebiet. Ich frage dann immer die Leute, was hat denn der Doktor Ihnen das erklärt, was er da gemacht hat? Nö, der hat das gar nicht angeguckt. Aber ist auch gar nicht der Sinn, sondern ich muss halt nur liquidieren können. Das sind ja schöne, teure Untersuchungen, Stuhluntersuchungen. Da sehen Sie dann, ich habe halt ein paar hundert Bakterien, sind ja ein paar tausend. Mhm. Die kann man sowieso gar nicht alle zählen. Aber die paar hundert, die halt eben getestet werden, jeder Test kostet für 10 Euro. Da ist man ruckzuck 1.000 Euro los für so eine sinnlose, mehr oder weniger sinnlose Momentaufnahme, wie es da im Darm aussieht. Und je länger und je mehr, was man sucht, desto mehr wird man auch finden. Statt die Gesundheit, den Fokus auf die Gesundheit zu haben, suchen wir die Krankheit und dann manifestieren wir die natürlich auch noch. Aber kommen wir nochmals zurück zu unserem Thema der würdevollen Sterben. Also ich bin jetzt erst 52, Entschuldigung. Aber ich habe mich mit meiner Frau schon vor vielen Jahren darüber unterhalten, was wir wollen, wenn es soweit ist. Oder anders ausgedrückt, was wollen wir nicht? Das haben wir niedergeschrieben und ganz klar kommuniziert, was wir nicht wollen. Sei es über Organtransplantationen zu diskutieren, will man an einem Schlauch sein, will man lebensverlängernde Maßnahmen, wenn ja wie, wo will man sterben. Ich finde, das sind einfach wichtige Themen und es ist so unfair, wenn man selbst darüber dies nicht den Nachkommen mitteilt, sondern denen die Verantwortung für sich übergibt. Das ist nicht nett. Absolut. Genau so ist es eben. Und das ist Teil von diesem Tabuisierungsinstrument. Und wie gesagt, es geht natürlich ökonomische Konsequenzen, das ist ganz klar. Aber noch viel wichtiger, glaube ich, wir ahnen gar nicht, wie stark wir auf seelischer Ebene uns haben verletzen lassen oder selber verletzt haben durch diese Vogelstrauß-Politik. Mir fällt gerade ein, das schöne Gedicht von Hermann Hesse, auch zu mir kommst du einmal, du vergisst mich nicht und zu Ende ist die Qual und die Kette bricht. Noch erscheinst du fern und fremd, lieber Bruder Tod, stehst als ein kühler Stern über meiner Not. Aber einmal wirst du nah und voll Flammen sein. Komm, Geliebter, ich bin da, nimm mich, ich bin dein. Eine vollkommen andere Geisteshaltung, die nur natürlich auch wieder aus dem gesunden Leben, was wir hier und heute für uns in Eigenverantwortung aufbauen müssen, weil das sagt uns natürlich niemand. Wenn wir gesund gelebt haben, dann können wir auch gesund sterben. Und weil die meisten Menschen eben nicht gesund leben. Deswegen haben die auch dann diese Transzendenzerwartung gar nicht. Das ist das hängt alles inniglich miteinander zusammen. So wie Sterben ist halt die andere Seite von einem gesunden Leben. Und beides ist eben miteinander verknüpft. Das müsste uns klar werden. Und das wird uns aber auch klar nur in der Stille. Immer dasselbe. Wir kommen letztendlich immer in die Stille, in die Absonderung, indem wir nicht nur Selfies machen, ja, oder wir haben es ja öfter schon gehabt, hier ist mein Handy, ja, reden Sie durch weiter, Herr Glock, ich bin ganz bei Ihnen, sondern eben die Stille, Schweigen.
Und dann plötzlich kommt alles in seinen Platz und dann fängt das Leben überhaupt erst an. Das ist ja das, was Sie eben schon sagten, wie würde man Leben überhaupt definieren? Ja, dass ich jetzt noch atme und das Herz, das pumpert auch noch so ein bisschen vor sich hin. Ist das schon Leben? Das ist eben die Frage. Wie definiert man das, gell? Ja. Ich habe gerade dazu ein Buch geschrieben, wie Gott ihm uns den Hauch eingeblasen hat, so dass wir eigentlich diesen Körper zum Leben brachte. Also wenn man eigentlich diesen Hauch als zusammen mit unserer Seele das betrachten als das, was Leben ist, dann wissen wir eigentlich auch schon, dass wir gar nicht sterben können, sondern nur die Hülle loslegen können. Ich habe aber eine andere Frage. Gerade die Woche war eine Dame da, die hat mir zum Beispiel erklärt, dass unsere Zirbeldrüsen immer mehr eigentlich zugemüllt wird mit Aluminium, mit weiß Gott was allem, und die Zirbeldrüse eigentlich ein bisschen die Schaltzentrale ist, das dritte Auge zur Spiritualität. Und sie meinte, dass das auch sehr oft der Grund ist, warum Menschen mit einem Nebel durchs Leben gehen und sich nur noch am Materialismus fassen und immer weniger die Anbindung hätten an die Spiritualität. Können Sie das auch so sehen? Absolut, natürlich. Und gerade diese Fluoridierung, da gibt es unzählige Untersuchungen zu diesem Thema. Das ist unfassbar, wenn man mal reinguckt. Deswegen würde ich ja jedem empfehlen, ich habe das hier in diesem Buch auf Seite 73 genau beschrieben, glaube ich. Wie heißt dieses Buch? Das ist dieses Buch, warum nur die Natur uns heilen kann. Jawohl. Da habe ich das genau beschrieben, wie wir umgehen können mit Datenbanken. Und zwar auf Seite 84. Seite 84 in dem Buch hier, warum nur die Natur uns heilen kann. Unbedingt, dass wir selber mit den Datenbanken, und jedermann auf der ganzen Welt kann umsonst mit diesen Datenbanken arbeiten lernen. Das ist unglaublich. Man kann nach verschiedensten Themen, zum Beispiel Zirbeldrüse kann man fragen, Fluor, man kann dann auch kombiniert abfragen. Da gibt es unzählige Studien, die zeigen gerade das Fluoridierung. Deswegen wurde ja auch das Fluor gegeben. Angeblich auch im Dritten Reich bereits wurden diese Untersuchungen gemacht. Wie kann man die Bevölkerung eben unten halten? Wie kann man die eben abschneiden von ihren spirituellen Wurzeln? Das geht über die Vergiftung der Zirbeldrüse. Und das geht am besten mit dem Fluorid. Und jetzt wird's spannend. Da fragen Sie mal Ihren ganzen, jetzt der Appell an unsere Zuschauer sozusagen. Fragen Sie mal Ihren Psychiater. Fragen Sie mal Ihren Hausarzt, wen auch immer von diesen ganzen Doktors, ob sie das wissen. Diese ganzen Psychopharmaka, das sind alles fluoridierte, sogar mehrfach fluoridierte Moleküle. Sie kriegen mit jeder Tablette, die sie nehmen, jede schulmedizinische Tablette gegen Depressionen, was auch immer, ist ein Schuss, um ihre Zirbeldrüse immer mehr verhärten zu lassen und sie immer mehr abzuschneiden von den wahren Weltgeschichten, wie es Novalis sagt, was wir neulich besprochen haben, dieses schöne Gedicht, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Und da kommen wir wieder zu unserem lieben Antoine de Saint-Exupéry, den Sie neulich so schön zitiert haben. Eben, was sagt Antoine de Saint-Exupéry im Kleinen Prinzen? Nur mit dem Herzen sieht man gut. Und genau diese Verschaltung, die geht kaputt. Man kann dann die Zahlen und Figuren, jawohl, 2 und 2 ist 4 und 4 und 4 ist 8 oder irgend sowas, das kann man. Aber die wahre Bedeutung dieser ganzen Zahlen, die geht verloren. Deswegen können sich ja auch die Machthaber heute leisten, uns dauernd neue Zahlen um die Ohren zu schmeißen, eben Reproduktionszahlen und so viel Gestorbene und so weiter. Und wir fallen sofort in Furcht und Zittern, Erstarrung in Furcht und Zittern, weil wir gar nicht mehr mit dem Herzen das begreifen, sondern, oh, da sind jetzt wieder angestiegen, die Toten. Muss ich noch am besten eine Gasmaske ab sofort tragen. Da machen wir noch eine eigene Sendung nachher darüber. Aber wenn die Zirbeldrüse so belastet ist und eigentlich die Auseinandersetzung von uns Menschen mit unserem Spirit, mit der Rückanbindung ans Spirituelle, mit dem würdevollen Tod auseinandersetzen würden, dann müssen wir doch zuerst schauen, dass unsere Zirbeldrüse eigentlich wieder richtig ins Funktionieren kommt. Und da meine Frage: Wie kriege ich denn diese Belaststoffe, die meine Zirbeldrüse klein macht, wieder aus dem Kopf raus?
Das ist die Frage, die mich schon seit über 40 Jahren umtreibt. Und deswegen war ich einer der ersten überhaupt hier in Deutschland, habe auch eines der ersten Bücher damals geschrieben, 1997, Energieschub aus dem Meer. Mhm. Und zwar gibt es eben, das kennen wir ja von Maria von Treben und wie die alle heißen, für jede Krankheit hat der liebe Gott ein Pflänzlein geschaffen. Und gerade in den Meeren, die Makroalgen, die Ascophyllum nodosum, das sind Braunalgen, die enthalten, das habe ich hier genauestens beschrieben und auch mit Bildern erläutert, die haben die Fähigkeit, die ganzen Gifte, denen wir, ob wir wollen oder nicht, ausgesetzt sind, auszuleiten. Und zwar so ähnlich wie die Chelartherapie, wenn man da eine Infusion macht, kann man auch Gifte ausleiten, kann man das oral, peroral mit diesen Kapseln, mit diesen Algenkapseln, Ascophyllum nodosum, auch machen. Und zwar, das wäre eine lebenslange Therapie sogar. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ich habe da deswegen auch mit der Firma Telomit in Gemeinschaft diese Algen dann auch auf den Markt gebracht, 2x2 Kapseln als Dauertherapie, dass dauernd eben auch die Hypophyse, auch die Zirbeldrüse, damit die eben entgiftet werden. Ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt, das könnte man eigentlich jedem Menschen empfehlen, sofern es noch nicht sofern wir das noch nicht ausprobiert haben sollten, das wäre ein periodisches Wasserfasten. Also einfach mal gar nichts zu sich nehmen. Wir kennen ja das Buchinger Fasten und nach dem FX Meyer und so. Das hat natürlich mit Fasten nichts zu tun. Also Fasten bedeutet definitionsgemäß keinerlei Kalorien, keinerlei feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn man das macht, dann ist natürlich die stärkste Entgiftungsmöglichkeit auch gerade für die Zirbeldrüse gegeben. Also mal. Sollte aber flankiert werden, wenn man da nicht gleichzeitig die Algen nimmt, die dann die Gifte auch ausscheiden, physikalisch, dann werden die womöglich nur umverteilt. Also wir haben die Gifte, das ist ja das Problem, das war eigentlich eine meiner ersten Offenbarungen als junger Arzt gewesen. Da hatte ich so eine kleine Vision, und zwar eine Zahnpastatube. Und wenn die verschlossen ist, Sie können jetzt da hin und her drücken, die Zahnpasta, die kommt da oben nicht raus, wenn der Verschluss zu ist. Und da ist mir dann schlagartig klar geworden, genauso sind wir Menschen. Wir müssen mal den Verschluss aufmachen, dass der Dreck rauskommt. Sonst werden die umgelagert. Das kann man sehr schön als Arzt, also wenn man nicht nur Mediziner ist, sondern wirklich sich als Arzt bemüht, dann sieht man, wie die Menschen in der Zeit hin und her geschoben werden. Heute haben sie Knieschmerzen, dann gebe ich denen ein allopathisches Medikament, damit die Knieschmerzen verschwinden, gehen auch weg. Die gehen dann, werden umverteilt, dann haben sie Schulterschmerzen. Und dann werden die da vertrieben, die schlacken, und dann gehen die in die Leber. Dann haben sie halt eine Leberentzündung oder irgendetwas oder Hautausschläge. Die meisten Patienten heute, da gibt es auch einen kleinen Gestaltwandel, die kommen dann mit Hauterkrankungen, also mit Ekzemen oder solchen Dingen. Und das ist dann der Punkt, wenn wir also übertrieben haben, wenn wir von Arzt zu Arzt gehen und der gibt uns immer wieder neue Medikamente, wir werden aber nicht gesäubert, weil eben der Verschluss ist zu, und dann macht der Körper dann selber über Durchfall oder über Erbrechen oder vor allem über Hauterkrankungen, dann kommt der Dreck darüber raus. Das kann man halt richtig schlimm sein, die können dann, die blühen richtig, die können gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, weil da der Eiter rauskommt aus dem ganzen Gesicht. Mhm. Und das wird natürlich dann auch wieder meistens von den Hautärzten behandelt, was natürlich ein völliger Quatsch ist, sondern die müsste man in die heiße Badewanne stecken, dass sich da einfach über den Schweiß oder über die Sauna dann den Dreck rausschwitzen. Mhm. Das wäre die Lösung. Also da ist völlige Unkenntnis leider bei den allermeisten, muss man leider sagen. Jetzt habe ich von Ihnen schon wieder diese Badewanne gehört. Ein berühmter Schweizer Arzt, der Dr. Bircher-Benner, hat das auch mal gesagt in Bezug auf die große Pandemie, wo aber jetzt irgendwo nach 6-7 Monaten die Firma Korrektiv in Deutschland gesagt hat, das ist falsch. Hitzebäder nützen nichts, genauso wenig Rohkost eine gesundheitliche Relevanz hat. Und damit wurde ein berühmter Schweizer Arzt diffamiert damit, mit diesen Aussagen, und das blutet mir das Herz. Aber zurück zu unserem Thema, die Zeit läuft auch gleich ab. Darf ich zusammenfassen? Es wäre fair und richtig,
wenn sich jeder Mensch ab einem gewissen Alter sich auch mal mit einem würdenvollen Tod auseinandersetzt, was möchte er nicht und das am besten niederschreibt, es seinen Vertrauten gibt, die dafür sorgen, dass sein Wille auch geschehen möge. Das würden Sie auch so sehen. Haben Sie es auch so gemacht? Genau so ist es, natürlich. Ja. Und ich habe das auch gemacht. Zeit, Sie haben mir das Stichwort gegeben, auch mit der Organtransplantation. Da können wir auch mal eine eigene Sendung machen. Das ist eigentlich fürchterlich, was da abläuft. Das ist ja schon komisch. Die muss man eben anästhesieren. Also ich meine, die sind doch schon tot, oder sind die noch nicht tot? Ja, es ist furchtbar, furchtbar. Ja, kleine Schätzfrage, hätten Sie das gedacht? Es gibt ja große illegale Märkte auf der Welt. Drogenhandel, Frauenhandel, Organtransplantation. Was meinen Sie, welche der drei Säulen macht die meisten Umsätze? Ich denke, der Organhandel. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Unfassbar. Unfassbar. Lieber Herr Dr. Probst, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese sehr schöne Sendung und ich finde auch und hoffe auch sehr, dass wir sehr viele Denkanstöße geben durften, um einfach für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein bisschen ein Ausschlussverfahren zu machen, um nicht irgendwie jahrelang an irgendwelchen Geräten hängen zu wollen. Es kann ja sein, dass das Ihr Wunsch ist, dann ist auch alles okay. Aber wenn das dann wirklich die Verwandten, die Ehefrau, der Ehemann entscheiden muss und es entspricht nicht ihrem letzten Wille, dann ist es natürlich sehr, sehr traurig und schade. Und außerdem ist es natürlich eine Wahnsinnsbelastung für ein Gesundheitswesen, diese Medizin zu betreiben, zu bezahlen. Die muss ja auch bezahlt werden, weil wir ja die Krankenkassengebühren dafür aufbringen. So, das war's aus meiner Seite her. Ich winke Ihnen nochmals zu nach Bolivien, bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.